Es weiter, liebe Freunde, in den Hallen der Erloschenen in Düsterdickicht. Also willkommen zurück bei Enshrouded. Bin gespannt, was da. Was erwartet jetzt da? Weil das war ja relativ eine große Geschichte da in dem Erfolgen. Halle oder in dieser Höhle, sagen wir mal. Oder ehemalige Halle, die schon verfallen war, bis Stepper, da sind mehr Spinnen als sonst was drin. Es ist schön, wenn man es dort erwischt. Mit Anschlag 3. Irgendwo auf. Das dürfen wir nie vergessen. Ich schaue leider zu selten hinauf. Kann man da nicht in Ruhe looten? Was ist denn da? Machen wir es halt so, ne? Aua. Unser Inventar ist auch schon gut gefüllt, ne? Da oben ist da ein Nest. Okay, wo ist da ein Nest? Da nehmen wir mehr jetzt. Also da ist noch ein Nest. Was? Ja. Im richtigen Moment habe ich die Deckung weggenommen. Jetzt sollte da mal ein bisschen raus. Die ganzen Lustigen da weg sind. Dahinter müssen wir dann auch noch schauen. Bevor wir da die Tür aufmachen, die große. Und da schauen. Ein bisschen was bauen wir ab. Ich meine die in einzelnen Splitter mit, Leute, keine Angst. Mittel, was kann man ruhig mitnehmen? Anlockung. Jawohl. Mittel, was kann man ruhig mitnehmen? Wir wissen es eh, zur Not kann man ja wieder in das Dungeon reingehen. Die Tür lassen wir jetzt noch zu, da gehen wir jetzt noch nicht hinein. Schauen wir mal auf die andere Seite. Ja, wie gesagt, das kann man ja weg tun, weil es uns zu knapp wird.
gerade sagen, der hat auch so ein Masel gehabt jetzt, ne? Na. Macht dahinter die Wand hier, aber die weiß natürlich nicht, ne? Weg mit dir! Wisst ihr, was wir jetzt mal machen auf der iPad? Müssen wir ausgerüstet haben. Na gut, dann geht er uns halt jetzt mit ein bisschen. Aber vielleicht nimmt er ja ein bisschen Agro weg oder irgend sowas. Warum ist nichts, ne? Okay, da geht es auch hinein. Da brauchen wir sogar einen Schlüssel. Das heißt, da wird es weitergehen. Das heißt, wir schauen zuerst auf die andere Seite. War da reingeschaut? Ja. Da braucht man auch einen Schlüssel. Zimmer 1, Ich bin aber gespannt, was da drin ist. Heldenschildnadelhol. Also das nehme ich nicht einmal mit, weil das, erstens haben wir es schon, zweitens ist das ja, ne? Ernsthaft. Alter Schwede. Ernsthaft. Das war jetzt aber bitter, ne? Alter Schwede. Da bin ich froh, dass ich kurz davor. Food gegessen hat, ne? Kann man schon die gereinigten Verbände auch machen, aber ich finde die normale Bandage ehrlich gesagt nicht so schlecht. Tut müssen wir hin. Haben uns einfach den Schädel auch gerade nicht schlecht, oder? Und sein Sturm auch gleich. Das war gut, ja? Das war so, so richtig, ja.
Spekulationsleistung, könnte man sagen. Das wird schon wieder so eine Höhle. Na, alter Schwede. Ist das alles giftiger Schleim oder was? Wahrscheinlich schaut es so aus, gell? Na klar. Oder wie viele Spinnen sind da? Wegen der einen Spinne kann ich das nicht. Gibt's ja nicht. Da geht's rauf, okay. Ist ein bisschen hoch, ne? Die Rutschpartie war aber nicht schlecht jetzt, ne? Gibt's da irgendwas Spezielles sonst, ne? Außer 4 Milliarden Spinnen? Wollte der eigentlich nicht? Die lassen wir liegen. Schaut schön aus. War gerutscht, Party. Da ist noch Spinnen da oben. Cool. Na gut. Richtig. Spinnen und Fledermäuse hat sich stapelt. Dann Frieden. Das machen wir auch. Das machen wir. Aber zuerst, ich denke an das natürlich, weil ich das nie verwende. Jetzt auch, aber. Jetzt hat es mich schon gerissen von meinem eigenen Schädel. Bevor da welche rausschlüpfen. Das wird die nächste Rutschpartie. Wunderschön. Okay, machen wir gleich. Zuerst schauen wir mal da oben, was da ist. Ernsthaft. Okay, das ist das. Komm. Sehr arg. Da kommt noch wieder runter. Sind die alle wieder hergekommen? Da kommen wir einfach wieder nur da hin? Ah, da hätten wir flüchten können.
Jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, so geht's auch. Hopp, 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 hopp. Na gut. Einmal schauen noch. Genau, da hätten wir flüchten können. Da sind wir gekommen. Da sind wir runtergerutscht. Na? Zu wissen. Jetzt wissen wir's. Hier, da geht's gleich weiter. Na dann, warte mal, wenn wir mal gescheit positionieren. Na dann eine in die Rutschpartie, ne? Jetzt was geben. Scheiße, da kommen wir nicht mehr hier jetzt, oder? Alter, 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 Alter. So, das kleine Zupferl da, das kann man sich nicht draufstellen, da. Shit. Gewiss, ob da irgendwas ist da oben. Hier ist ja nix. Wollte nur sicher gehen. Nicht, dass wir da irgendwas vielleicht übersehen. Das wäre schade. Ein Fenster da, ne? Schaut echt arg aus der Arena, oder? Und diese ganzen Skelette und Knochenhaufen, schwer irre. Jetzt überlegst du, wie viele Tote das sein müssen. Das ist ja nur ein Spiel. Ja, lass mich ein bisschen mitleben. Ich weiß, da bin ich. Oh. Der Hund, sie. Eine ganze Zivilisation da abangelt da unten, was da abgeht. Aha. Aha. Okay. Da hätte ich mehr drin zu erkennen. Zum Beispiel irgend so ein Baublock zum Beispiel. Alter Schwede, der schreckt mich. Wie habe ich das jetzt gemacht? Aha, mit der Auslegung, okay. Wusste ich nicht. Fuck. Interessanter Schlag.
Sollten wir uns mal ein bisschen umschauen, Leute, was da noch ist, ne? Ja, das behilft auch nichts. Bis C, es kann da überall wohl was sein, ne? Alter, Alter, Alter. Wenn das die Ausdauer aussagt, ne? Clipping-Fehler. Oh, nur diese kleine Batzerl da, so. Na, schau, da hätten wir zum Beispiel eine Kiste. Danke. Ernsthaft. Geht's jetzt auf? Okay. Na gut, was blinkt? Deine First bist hier. Aha. Na lol. Und dann nur so eine Kiste drin, also ganz ehrlich, da müsste da aber eigentlich auch der über drüber Loot sein, ne? Finde ich halt, oder? Sicher das falsch. Also, was sagst du dazu? Also so versteckt. Geheimtür und dann ist eine weiße Kiste drin mit einem Miasma-Überlebenstrank. Das ist ja Häkel, ne? Nur die gute Frage ist natürlich, wieso geht das nicht auf, ne? Was haben wir vergessen? Daran wird es ja kaum gelegen haben, ne? Hinten ist ja hell. Das ist komplett irre.
Jetzt wissen wir es wenigstens. Und wenn die alle hier sind, dann können wir da rein. Gut, wen sind wir? Ich habe echt geglaubt, ich habe jetzt irgendwas versammelt und werde nicht weiterkommen. Ich dachte, wo ist da noch ein Schalter, den wir vergessen haben? Also diese Dinger da, ne? Bin gespannt, ob da jetzt also ein Endboss kommt oder nicht. Das ist nur ein Stein, den brauchen wir nicht mitnehmen. Du hast gesehen, fürs Reparieren. Nein. Oh! Da braucht, ich hoffe, so einen Amboss kann man mal machen. Schaut so geil aus. Oder einen normalen Amboss, war da schon okay. Irgendwas sonst noch Spezielles? Nein. Ernsthaft? Alles Mögliche zum Zerschlagen und dann geht's vorne in die Halle. Okay, warte eine Sekunde. Und für unseren neuen Begleiter müssen wir da noch diese komische Presse finden. Ne? Wie heißt die? Plasmapresse. Was war das? Ah, okay, ich hab den Aufwind benutzt, der hat aber gescheit reingehaut, ne? Giftschleim? Das ist aber schon gemein eigentlich, ne? Dann scheiße auf die zwei da hinten. Obwohl, eigentlich will er nicht abscheißen. Na schaut's. 5 Fragmente. Komm mal, boah. Batz! Und in der Sekunde ist die Ausdauer fort. Schwer, Ehre. Pass auf, da werden wir uns auch das, die Süßigkeit hineinklopfen. Quatsch, weil da ist die Ausdauer wesentlich schneller wieder voll. Boah. Alle Profi, ne? Ja. Na, wo ist er? Na, wo ist er denn? Ernsthaft. Am Schwell auf die Distanz auch nicht schlecht.
Schaut so wie ein Kunde, lass mich schlagen, einer von ihm. Es ist sehr interessant. Aber. Ist oben irgendwas eigentlich nah, gell? Na fern. Und da ist eine Geheimtür, Leute! Das Beste. Weiße Truhe mit nichts drin. Alter Schwede. Okay. Extra Special Raum ist er da, ne? Knochenmehl. Die Milliarden Spinnen. Heile. Die schauen so geil aus, die Schränke. Oh, Sarg. LOL, Kettenblitz. Ernst? Schaut, das muss ich ehrlich sagen, finde ich ja... nicht so gut gelöst. So geil die Entwickler bis jetzt alles gemacht haben, aber das so ein versteckter geheimer Raum hinter die Dinger ganz im Finstern, weil wenn du das wegtust, davon die ganzen Vasen davor, denkst du scheiß auf die Vasen und du findest nie den Raum und dann kriegst du einen Kettenblitz. Naja. Da hätte zum Beispiel jetzt ein Baublock drin sein können oder irgend sowas. Oder was eh, was Legendäres oder weiß ich nicht, was irgendwas Gutes halt. Kettenblitz.
bevor wir da jetzt auch nicht irgendwas übersehen haben. Da müssen wir auch noch hin, ne? Was? Noch schlimmer da. Ja, da fighten packst du nicht, weil dann stehst du vor dem Gift, ne? Benötigt wieder ein Schlüssel. Ui. Okay, da gibt's nur einen. Alter. Geht aber nur da rein, ne? Bitte. Na ja. Schluss auf die schöne Kiste. Das Schöne kommt zum Schluss, ne? Kennst du das? So wie wenn man Pizza isst oder so. Ich isst meistens zuerst den Rand und dann am Schluss die Mitte. Ah, ein weißer Lehrlingszauberstab ist drin. Ah, herrlich. Naja. Nicht schlecht. Aber schlecht kann da werden, ne? Schauen wir, was es da gibt. Außer nix. Also da hast du in der normalerweise in die Dreckskisten was Besseres drinnen. Na, aber ist ja wurscht. Soll so sein. Und ich glaube nicht, dass man was übers. Also ich. Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen Ding, aber. Eigentlich dürfte man nichts übersehen haben. Boah, der Schwede. Das hätte ich jetzt braucht, dass wir da abhangeln. Ist mal Zucker? Ein Zuckerl? Da sind wir gekommen. Na gut, dann gehen wir jetzt da runter. Aber richtig runter. Lass ihr Licht. Da ist nicht einmal was. Da war auch nicht. Da ist auch offen. Da steht der Hunze. Nicht mehr. Da kann man einer schauen. ...86 Pfeile nochmal, das ist schlecht. Schießen wir ein paar Knochenpfeiler an jetzt. Wenn wir uns gleich wundern, wieso wir keinen Schaden mehr machen. Ne?
Also abbauen könnte man davon genug. Ein bisschen, wenn er was nehme ich wieder mit. Da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn wir das alles liegen lassen. Na lang halt da nicht der Knochenhaberer, ne? Das sind als Baumeister auch noch so ein bisschen. Ein bisschen was nehmen wir mit, Leute. Und schon wieder so arg in der Zeit. Aber ich hätte es jetzt gerne unterbringen. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht wird die letzte Folge jetzt ein bisschen länger. Hopp. Was für Geräusche. Du hast das beste Blasel ausgesucht da hinten, ne? Geht's auch noch weiter. Wir müssen jetzt zuerst hier. Du musst wurscht sein, oder? Hier, da. Schieß jetzt eh mit die. Genau, Knochenpfeil. Schieß. Na, so schlecht haben die eh nicht einer. Ehre, kannst du mir nicht so schrecken erst. Spawnen direkt vor meine Zeichen. Okay, komm. Leichte. Das haben wir Mama fragt mich gekriegt. Jetzt auch wieder irgendwo hin. Fuck. Zur Ruhe. Da bleibt die große Vase, ne? Nichts da innen. Da hätten wir wieder was, sehr gut. Wie viel haben wir schon wieder von den Fragmenten? 212, nicht schlecht, oder? Also wenn du geil auf das Ding bist, da bist du gut bedient, aufs Ektoplasma-Fragment. Vielleicht braucht man das auch dann für die Presse, ne? Also eigentlich sollte man schon ein bisschen was mitnehmen, ne? Nur mal so nebenbei. Thank you.
schon eh kleine Leute. Eine Panik. Roter Marmorblock. Bei Werkbank. Danke vielmals. Das finde ich sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt von dem Dreck? 200? Da eh einiges. Es ist schon gut. Ist schon gut so. Weil, wie wisst ihr, Leute, das gibt es draußen nicht. Wenn wir das brauchen, aus irgendeinem Grund für irgendwas Geiles zum Bauen, müssen wir extra wieder da rein, dass wir das abbauen. Da braucht man die Innen natürlich nicht durchmachen, kann man sich dann rausbeamen auch wieder, wenn man fröhlich ist. Aber jetzt haben wir schon da, jetzt habe ich ein bisschen was mitgenommen. So, einen Marmorblock haben wir auch. Und wisst ihr, es ist auch schon voll. So, löschen, zerlegen. Die 4 Milliarden Knochen brauche ich nicht, ich habe ein bisschen was weg da. Wir haben einiges schon an Knochen jetzt, gell? Löschen brauchen wir auch nicht. Zack, da gebe ich eher das da auf. Knochenmehl. Ganz ehrlich. Ciao. Geiler Bogen, nur leider eine Chance im Wald, ne? 153 von diesen Pfeil haben wir gefunden. Na boah. Das ist das Geilste. Das heißt, man kann dann wirklich die Spezialen für den Rand nehmen und in der Mitte das Rote. Sehr geil. Na gut. Wo müssen wir jetzt hier auf ihre, gell? Ja. Sorry, ich musste husten. Passiert. Oh, da ist auch was zum Aufmachen, gell? Super. Aber wurscht, haben wir das einfach mal eingesteckt. Bin aber gespannt. Da geht's noch immer weiter. Ernsthaft? Da die Tür zu, dass wir von hinten eine Ruhe haben. Leute, da werden wir noch eine Folge machen. Mal schaut mal auf die Uhr. Die ist noch länger, die Inne. Schon allein nicht wegen die großen, riesigen Räume, ne? Und da können wir reparieren, das werden wir gleich machen. Ich sag danke fürs Dabeisein, liebe Freunde. Beim nächsten Mal sind wir dann, nehme ich mal an, durch. Wahrscheinlich noch 5 Minuten, aber wer weiß das schon.
Als so ist, schneide das dann da an das Stückerl dran. Oben steht noch immer Plasmapresse für den Sammler. Das müssen wir finden. Ja, den müssen wir finden. Dieser Dungeon ist arg groß. Ja. Jetzt da kein Auto kennen, dass ich da 2,5 Stunden Folge hochlade. Ne? Und jetzt ist das Ende wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Falls das Ende jetzt ist, nicht wundern, dass ich so rede, dann kommt das beim anderen Video noch hinten drauf. Wenn nicht, dann nicht. Ja, aber ne? Die Folge. Okay, da 2. Schauen wir mal. Ja. 1 fehlt da und oben gibt's auch was. Da müssen wir sicher dahinter irgendwo. Schauen wir mal. Oder man macht so, ne? Ich hätte es eigentlich nicht wollen, ne? Wir brauchen ein paar Food. Ernsthaft? Bist du deppert? Schwede. Ernsthaft? Ja, geiler. Geiler Bossfight, aber die waren ein bisschen lästig da, die Scheiße. Jetzt schleichst du. Das ist der andere. So, wer tust du das? Ich hab nicht, ich war was von X, ne? Hopp. Sofort der Ausdauer weg. Plündern. Riesenknochenmaterialien mal 7. Oh, Schädel, erloschener Zyklopenkopf. Rucksack voll. was tun wir weg? Was tun wir weg? Okay, wärst was. Servus, grüß dich. Und tschüss, Papa. Und Servus, auf Wiedersehen. So. Erloschener Zyklopenkopf und Silberschussbogen. Legendär. Leider ist er nur Stufe 15. Schade, leider. Eismagie-Schaden. Heilig. Und 10% mit Schaden gegen Erloschene. Ausdauer ab. Obwohl, wenn man den voll aufwertet, Leute, 20% mehr Schaden gegen Erloschene, kann sein, dass der nicht schlecht ist, ja? Also den werden wir auf alle Fälle aufwerten und das werden wir uns anschauen. Den Schädel haben wir. Stell eine Plasmapresse her. Na ja, Moment, jetzt werden wir uns dann noch mal kurz ein bisschen umschauen. Ne?
Da irgendwas? Nein. Und da haben wir schon geschaut. Da ist sonst nichts. Mir interessiert nicht, ob da hinten irgendwo was ist, ne? Und das ist nur Ablenkung für den eigenen Nosen, so wie ich eine bin. Dass man sich da mit irgendeinem Plätzchen aufhält und da ist nichts. Wisst ihr, was ich meine? Wieso kann man da deppert aufhüpfen? Jetzt sind wir da, jetzt habt ihr es. Irgendwo was? Nein. Wahrscheinlich ist da nirgends sowas, ne? Ui, das war knapp. Na, da ist nichts. Da ist nichts. Passt. Geschafft haben wir's. Schnellreise. Haben wir's da noch geschafft? Wunderschön. Ah, ist nicht schön, wenn man daheim ist. Das ist die Frage, wo man das ganze Krempel hier dann, ne? Pass auf, ich habe da Kisten schon. Ich habe das ja schon wieder gemacht. Da kommen Kisten her und da werden wir da Rüstungen reintun und da Waffen. Zack, so wie die. Und die. Ja, das ist gleich wieder da. Ups, so. Das kommt dann woanders hin, das kommt eine, den werden wir aufwerten, den schauen wir uns dann noch genauer an, dann werden wir da diese schönen Sachen hineintun. Den können wir, als Überschussbogen können wir eigentlich verwurschteln. Wieder schauen, servus. So, und dann mal weg, das da haben wir da eine Schädel. Den haben wir noch in einer Kiste drüben. Da weiß ich noch nicht, das kommt dann bei uns irgendwo hier. Aber den Schlüssel kann man sogar halten. Sehr gut. Das Knochenpfeiler kehren eigentlich auf zu unserer. Aber jetzt schauen wir ganz kurz, was der braucht für sein Race. Servus, grüß dich. Aha, siehst du, nächster Schlüssel. Den stellen wir gleich her. Patsch, so. Ja, ja. Düsterdickichtschlüssel, den haben wir daher, die werden wir gleich zerlegen, ja, weg damit, die kann man noch aufheben, das lassen wir noch drin. Düsterdickichtschlüssel, wo ist denn der? Da ist er. Nomadenanhängschlüssel ist der nächste. So, den haben wir da auf. Und ja, ja, ja. Ektoplasmas, was? Suppe? Hier ist 50 Lebenspunkte, plus 10% Schaden gegen die Erloschenen, plus 8% Lebensabschauensgänge. Oh! Ektoplasma und Honig! Da schau her! Kann man den Zaubersprüchern jetzt auch machen? Schau da was an! Plasmapresse! Alter, schaut das geil aus! Na logisch, stellen wir es her, ne? Was für eine Frage, ne? Zum Abschluss der Folge, Leute, die wollt ihr es ja auch sehen, wie es ausschaut, das Ding. Hoffentlich ist das nicht okay. Ist okay, oder? Stellen wir die da raus. Der wurscht.
Da war ja mal, wenn wir das daher, der bekommt ja erst sein Ding. Alter, ist es ein geiles Teil. Ha? Was sagst du jetzt dazu? Schaut doch Mörder aus. Habe ich mir gegönnt. Und euch auch. Jetzt quatschen wir noch mit ihm. Eingebettet unter den Nomadenanhöhen. Oh, mein flammenberührter Freund. Die erloschenen flüstern deinen Namen im Dunkeln der Nacht. Marmorsäulen verbergen ihren Schrecken. Reise zu den Nomadenanhöhen und verbreite ihre Angst wie ein Lauffeuer. Diese Aufgabe wird mühsam sein. Mach dich bereit. Ja, das ist ja wunderbar, das, was er uns da in Aussicht stellt. Leute, aber das Lichtquellen. Oh, da kriegen wir das auch. Schau, was wir brauchen wir da alles da. Jetzt haben wir das. Alter Schwede. Boah, schön ist das. Also, ich liebe das. Leute, genug geschwelgt. Danke fürs Dabeisein, war super, leibend, geil, also die Hut ab, King Games, danke für dieses geniale Spiel, danke für diese grenzgenialen Dungeon, macht irre Spaß, also mit Liebe zum Detail und Design, wenn man sich allein nicht diese Presse anschaut im Hintergrund, wie genial geil der ausschaut, mir taugt's, ich hoffe euch habt auch einen Spaß dabei, euch taugt's auch, und für den werden wir irgendwas Geiles basteln, für diesen neuen Gefährten da hinten. Was? Schauen wir mal. Vielleicht auch unten, vielleicht wird es hinterm Balthasar ein Raum werden, wo der dann zu Hause ist, weil das Dungeon ist ja auch irgendwie im Berg drin und so, also das ist ein Holzhitterl, kriegt er keins, das wird nicht ganz passen, glaube ich. Glaube eh logisch. Aber genug gequasselt, die Folge ist schon sehr lang. Ihr habt es brav durchgehalten. Jetzt haben wir es aber. Ich sage danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Baba.